Thema Fußball. Wichtige Turniere sind vorbei. Die Frauen haben sich bei der Weltmeisterschaft gut geschlagen. Auch unsere U21 kam bis ins Finale. Bei uns lief es genauso gut. Wie genau, erfahren Sie jetzt. Servus und willkommen auf Privatinvestor TV. Heute schauen wir auf unsere Leistung in der ersten Halbzeit, also bis Ende Juni. Und wir können sagen, wir sind recht zufrieden. Die Max-Otte Vermögensbildungsfonds konnte knapp 10,7% erwirtschaften. Einige Indizes sind besser gelaufen. Die sind mittlerweile auch sehr teuer. Im Vergleich zu unseren Konkurrenzfonds stehen wir gut da, führen die Spitzenfeld an und sind so auch gut positioniert. Auch im zweiten Quartal lief es ganz gut. Wir haben einen Plus von 1% erzielt, obwohl es mal hoch, mal runter ging und die Schwankungen enorm waren. Damit haben wir eine solide Leistung gezeigt. Auch über einen längeren Zeithorizont konnten wir gut performen. Über 3 Jahre haben wir fast 36,7% erzielt, was enorm ist. Und damit liegen wir auch in unserer Zielmarke mit durchschnittlich 10%. Ja, warum haben wir so gut performt? Und jetzt spiele ich das Leder zu meinen Kollegen. Sie merken schon, wir sitzen hier in unserem Cockpit. Wir sind hier am Bloomberg-Rechner und da möchten wir Ihnen eine Grafik einmal zeigen. Die dicke weiße Linie, das ist hier der Max-Otte Vermögensbildungsfonds. Die Graphen, auch die Indizes, mit denen wir hier vergleichen, sind alle normiert und fangen quasi bei 100 an. Das ist ein Gesamtzeitraum von 3 Jahren. Das bedeutet, wir sind jetzt hier vorne im Juni 2016 und seitdem, vom gemeinsamen Startpunkt, hat der Max-Otte Vermögensbildungsfonds es geschafft, sich nach einiger Zeit von den Konkurrenzfonds abzusetzen. Und seitdem wurde die Spitzenposition seit über einem Jahr auch beibehalten. Und auch aktuell sind wir weit vorne und wir haben noch einen großen Vorteil dabei. Und zwar, wir haben angefangen, Liquidität aufzubauen. Wir sind etwas vorsichtiger unterwegs, sodass wir bei nachgebenden Kursen, das, was bei Einzeltiteln oft vorkommt, wir werden gleich noch ein Beispiel nennen, haben wir die Gelegenheit und das Pulver günstig nachzukaufen und uns so wieder einen weiteren Vorteil gegenüber den Indizes zu verschaffen, welche per Definition immer voll investiert sind. Und die Chancen wollen wir nutzen, wie auch in der Vergangenheit. Auch im letzten Quartal, im zweiten Quartal, liefen einige unserer Werte sehr gut. Zum Beispiel ETEC hat sich hervorragend geschlagen. Das Unternehmen ist deutlich gewachsen, also über 30% im Umsatz wie auch im Gewinn. Was macht das Unternehmen? Also es handelt mit Technologien in unterschiedlichen Segmenten und zu 50% sind Standardprodukte, wo es eigentlich nur um den Preis geht. Aber zu 50%, die anderen 50%, passt das Unternehmen die Produkte auf den Kunden an und hat so einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Daraus resultieren natürlich höhere Margen, höhere Renditen und langfristig kann man in seiner Nische sehr erfolgreich wachsen, weil man auch für Automatisierung Produkte anbietet. Das heißt also, Automatisierung ist nicht mehr wegzudiskutieren. Es wird deutlicher zunehmen und ETEC ist da gut aufgestellt, vertreibt Sensoren, Zylinder und. Und diese Sachen werden auch in Zukunft ein Wachstum haben. Ja, auch die Dividende wurde natürlich um ein Viertel kräftig erhöht. Das macht uns auch sehr viel Freude. Das zeigt, dass es sich dann lohnt, auch länger bei den Titeln dabei zu sein. Wir hatten in der Vergangenheit schon ein Video dazu gedreht, warum es sich gerade lohnt, bei diesen Dividendentiteln lange dabei zu sein und wie sich die Dividendenerhöhungen mit der Zeit dann auf den eigenen Einstandskurs auch auswirken. Und ETEC ist auch so ein Kandidat, dass in der Zukunft kräftig was auf das eingesetzte Kapital hängen bleibt. Die Gesamtrendite jetzt allein nur im letzten Quartal lag bei etwas mehr als 44%. Natürlich wird das jetzt nicht jedes Quartal so weitergehen, dessen sind wir uns auch bewusst. Aber das ist dennoch ein sehr erfreulicher Anstieg. Wir hatten es ja glücklicherweise geschafft, um die Jahreswende herum nochmal günstig nachzukaufen, sodass sich das spürbar im Wertbeitrag bemerkbar gemacht hat und der Titel mittlerweile bei uns auch die höchste Gewichtung im Fonds hat. Ein weiterer starker Performer ist die Bechtle AG gewesen, über die wir auch schon öfters hier gesprochen haben.
Sie konnte eine Gesamtrendite von 23,5% erwirtschaften, gefolgt von der Sberbank, die immerhin knapp 22% noch auf die Waage gebracht hat. Bechtel war ganz spannend. Da war es nämlich so, die Zahlen waren bombig. Organisch konnte man über 15% wachsen. Mit Zukäufen hat man fast 30% zugelegt. Und dann hat der Vorstandsvorsitzende sich in einem Presseinterview geäußert und wollte ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben. Und hat gesagt, okay, wir hatten tolles organisches Wachstum. Es ist möglich, dass man das nicht weiter halten kann im Geschäftsjahr. Und der Markt hat so emotional reagiert und hat das Unternehmen fast 12% nach unten geschickt. Was hat er gemacht? Er hat die Erwartungen, die er am Jahresanfang ausgegeben hat, in keiner Weise korrigiert. Es war auch keine Gewinnwarnung. Nein, er wollte einfach ein bisschen die Euphorie rausnehmen. Und das ist nämlich auch wirklich eine gute Eigenschaft von einem Manager. Und auch signalisiert, dass die Unternehmenskultur cool ist. Also er wollte nicht den Kurs bis zum Ende treiben und dann böses Erwachen erleben. Nein, er wird nachhaltig vergütet. Er wird nicht auf Basis von steigenden Kursen vergütet, sondern anhand von guten operativen Metriken, also anhand von einem starken operativen Geschäft. Deshalb hat er gesagt, okay, wir werden weiter wachsen, auch deutlich zweistellig. Aber das, was jetzt im ersten Quartal kam, das wird schwer zu überbieten. Aber dennoch bleibt Bechtle ein gutes Investment. Ja, es lohnt sich natürlich auch hier langfristig dabei zu sein, so wie auch wir das mit dem Max Otte Vermögensbildungsfonds an dieser Stelle tun. Dann haben wir noch in unserer Liste die Wirecard AG. Die war ja stark diskutiert in den vergangenen Monaten und Quartalen. Sie war ja wegen diverser Artikel stark unter Beschuss. Wir haben uns das Unternehmen intensiv angeschaut. Wir hatten auch mit der Investor Relations Abteilung gesprochen, um uns noch einen zusätzlichen Eindruck zu verschaffen. Und wir sind der Meinung, dass das Unternehmen sehr gut aufgestellt ist, dass es vor allem auch in einer florierenden Branche tätig ist. Und die Bewertung zu dem Tal quasi des Absturzes war sehr attraktiv aus unserer Sicht, auch wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf den ersten Blick recht hoch erschien. Es ist aber wichtig, immer die Wachstumsraten dagegen zu halten. Und da Wirecard aktuell mit ca. 40% pro Jahr wächst, war das für uns ganz klar eine Unterbewertung. Und deswegen haben wir die Chance genutzt, sind eingestiegen. Und allein im letzten Quartal hatten wir entsprechend eine Gesamtrendite von 32,7% auf der Uhr. Ja, und nachdem wir eingestiegen sind, ist noch ein großer anderer Investor eingestiegen, auch der sich sehr spezialisiert auf Technologien, Softbank. Und hier ist es so, dass die gemeinsam kooperieren. Er wird jetzt zum größten Ankeraktionär und hat natürlich, weil dieser Investor in Japan ansässig ist, ein großes Netzwerk in Asien. Und da ist es so, da kann jetzt Wirecard das Netzwerk nutzen, seinen Service weiter anbieten und so halt auch mehr Gewinn generieren. Man spricht davon einer Gewinnverdopplung in den nächsten 3-4 Jahren. Allein durch diesen besseren Zugang zum Markt. Und zum anderen, okay, es gibt Spekulationen, dass einige Büros in Asien nicht besetzt sind. Wenn das aber wirklich der Fall wäre, warum ist dann einer eingestiegen, der sich wirklich vor Ort auskennt? Das können Sie für sich selber beantworten. Also, hier haben wir gute Investments getätigt, auch wo die Presse und die Schlagzeilen absolut gegen uns waren, aber wir nutzen die Chance und steigen zu einem guten Preis ein. Natürlich, überall da, wo es Gewinne gibt, gibt es auch Verlierer. Auch bei uns gab es im Portfolio einige Unternehmen, die nicht so gut abgeschnitten haben. Und darunter? Genau, wir zählen einfach mal ein paar auf. Da war die iRobot, wobei das auch hier kein Beinbruch ist, denn in der Periode davor ist iRobot kräftig gestiegen. Und seit unserem Einstiegskurs bis zum absoluten vorläufigen Hochpunkt hatten wir nahezu einen Verdoppler in der Tasche, sodass wir hier auch nur von einer temporären Verschnaufpause ausgehen. Die Zahlen sind weiterhin gut. Das Umsatzwachstum hatte sich leicht abgeschwächt. Die Margen waren auch minimal unter Druck. Aber das ist für uns nur ein kurzfristiges Bild, denn iRobot ist gerade dabei, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und diese müssen natürlich beworben werden. Es ist immer mit gewissen Kosten verbunden, diese Produkte quasi den Kunden vor Augen zu führen oder sie darauf aufmerksam zu machen. Auch die Produktionskosten sind erstmal ein bisschen höher,
bis sich der ganze Ablauf so ein bisschen eingespielt hat. Und was auch noch nicht so ganz in den Medien zu verlesen war, da musste man tiefer graben, iRobot ist auch dabei, einen Teil seiner Produktion aus China nach Malaysia zu verlagern, um sich da ja, einerseits von diesem ganzen Handelsgeplänkel ein bisschen zu entkoppeln und um andererseits auch sich vor der chinesischen Konkurrenz ein bisschen abzuschotten, denn da gibt es den einen oder anderen, ja nicht nur Spionageverdacht, sondern es werden auch tatsächlich einige Fälle vor Gericht ausgefochten und einige Wettbewerber haben auch schon ein ja, quasi Verbot bekommen, ihre Produkte in gewissen Märkten verkaufen zu können. Also da hat iRobot auch einiges zu tun. Wir sind weiter langfristig gesehen positiv gestimmt. Es kommt jetzt demnächst ein neuer Nasswischroboter, es kommt noch ein neuer Premiumsauger, es kommt ein neuer Rasenmäher. Es ist noch bei langem oder bei weitem nicht in jedem Haushalt so ein Roboter vorhanden, deswegen ist hier noch genug Potenzial da. Auch bei Lufthansa sind wir positiv gestimmt, weil es langfristig auch intakt ist. Das Unternehmen ist schon einer der größten Anbieter hier in Europa und der Markt konsolidiert weiter. Bei den Kapitalmarkttagen, die sie vor kurzem abgehalten haben, haben sie ein geiles Chart gezeigt. Sie haben im Prinzip die Marktanteile hier in Europa verglichen mit Amerika und die Marge im Verhältnis gesetzt. Und man sieht deutlich, in Amerika gibt es nur noch 3, 4 große und die Marge ist deutlich höher, fast doppelt so hoch wie hier in Europa. Und deswegen, langfristig wird das bei Lufthansa auch so sein. Wir müssen bloß dabei bleiben und uns nicht verunsichern lassen. Verunsichert wurde der Markt im zweiten Quartal durch einen Ausblick, den man runtergeschraubt hat. Okay, das Unternehmen wollte ungefähr 6,5 bis 7% EBIT-Marge erzielen. Das hat man jetzt runtergeschraubt auf 5,5 bis 6,5. Jawohl, im ersten Moment ist das doof, aber langfristig ist es eigentlich egal. Denn jetzt auch der Preis, wenn man die erwartete EBIT, also das erwartete Betriebsergebnis im Verhältnis zum Unternehmenswert setzt, bekommt man einen Multiplikator von 6,5 und das ist wirklich günstig für das Wachstum, was da noch anstehen kann. Vor allem halt das Wachstum der Preissetzungsmacht. Ja, aber auch zur Dividendenpolitik wurde noch ein bisschen was gesagt, denn bisher hat sich diese ja am EBIT, also am operativen Ergebnis bemessen. Die Ausschüttungsquote war ja verhältnismäßig gering und die Dividende wurde auch nicht kontinuierlich gesteigert und es gab vor 5 Jahren beispielsweise auch eine Aussetzung der Dividende und jetzt möchte man dafür sorgen, dass diese kontinuierlich ausbezahlt wird und auch, dass die Steigerungsraten ein bisschen besser wahrnehmbar sind und dafür möchte man jetzt auch einen höheren prozentualen Anteil vom Nettoergebnis als Berechnungsgrundlage heranziehen, sodass wir uns auch in dem Punkt bestärkt sehen, weiter an dem Investment festzuhalten. Denn die Dividendenrendite ist sehr attraktiv und vor allem, wenn man zum jetzigen Zeitpunkt neu einsteigen würde, kratzt man schon an der 5%-Marke. Dividendenrendite ist ein starkes Schlagwort. Wir haben nämlich auch eine Neuaufnahme getätigt. Wir haben ein Unternehmen mit einer Dividendenrendite von 6,5% und drüber ins Portfolio aufgenommen. Das Unternehmen ist sehr stabil, hat sehr stabile Cashflows und es wächst. Ja, es schafft tatsächlich zu wachsen, denn Altria ist jetzt in Amerika und mit der Marke Marlboro unterwegs. Im Grunde machen die fast den gesamten Umsatz und Gewinn nur mit diesem einen Produkt. Man hört ja immer, dass die Raucherzahlen zurückgehen. Das stimmt, aber das ist halt nur prozentual so. Die Bevölkerung ist ja trotzdem gewachsen und wächst weiterhin. Plus das Unternehmen schafft es, weiter die Preise anzuheben und so seine Gewinne kräftig zu steigern. In einem separaten Video werden wir intensiver auf das Unternehmen eingehen, deswegen bleiben Sie da gern dran. Die Fondsperformance ist intakt. Wir arbeiten weiter daran, konservativ aufgestellt zu sein. Wir haben Liquidität, wir werden Chancen nutzen, wenn der Markt es uns bietet. Ja, und er wird es uns bieten. Und dann werden wir mit Schwung den Ball ins Tor hauen und gute neue Investments für Sie finden.